Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und da wir wieder aufnehmen, beziehungsweise ich wieder aufnehmen, habe ich mir gedacht, wir holen natürlich auch Tekken 3 zurück. Und dafür gehen wir erstmal in die Option. Auf Easy habe ich es eingestellt, eine Runde, ihr wisst Bescheid. Wir werden, wenn wir mit allen Charakteren, beziehungsweise mit allen Fightern und Fighterinnen durch sind, wieder rüber switchen und mittel- beziehungsweise schwer spielen. Der Beginn ist natürlich mit Jin. Gegen Xiao Yu oder wie auch immer sie heißt. Mal gucken, ob ich es noch ein bisschen einigermaßen drauf habe. Ich habe vorhin noch ein bisschen Fußball aufgenommen auf der PlayStation 4. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt hier wieder auf die alte Grafik von der PlayStation 1, beziehungsweise wir zocken ja jetzt gerade auf der PlayStation 3, wenn du da aufnimmst. Mal gucken, wie das alles mit der Aufnahme so hinhaut. Wenn man ein bisschen raus ist und so, dann verändern sich ja auch viele Sachen, was das angeht, mit dem Hochladen und mit dem Aufnehmen und bla. Auf einmal funktionieren Sachen, die jahrelang funktioniert haben, nicht mehr und dann kommt immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten dazwischen. Das habe ich mega oft gehabt, ey. Gerade in den vergangenen Jahren, wie oft man da irgendwelche Sachen aufgenommen hat und dann auf einmal war das Bild schwarz. Oder du hattest keinen Ingame-Sound. Oder du hattest keinen Ton vom Mikro. Oder der Ton war kriselig. Oder das Bild ist dann ab und zu mal verschwommen gewesen. Oder was man nicht alles hatte, ne? Oder irgendwann ist der Computer mal abgekackt und alle Aufnahmen waren weg. All so ein Quatsch. Es gibt immer wieder interessante Sachen. Das ist unglaublich, was man da für spannende Dinge erlebt, wenn man einfach nur ein ganz normales Game aufnehmen will. Und dann hat man natürlich nach einer Zeit auch irgendwie keine Motivation mehr, kein Bock mehr. Ich weiß noch, The Last of Us, Alter. The Last of Us, schon jahrelang her, habe ich damals aufgenommen. Und dann fiel ihm ein, dass er mir da irgendwie, ich weiß nicht, da hat er einige Parts weggeschossen auf einmal. Und dann durfte ich an die Stelle wieder zurückspielen. Und von da aus konnte ich dann wieder weiterspielen und so. Das frisst natürlich auch Stunden, ne? Und wie gesagt, Let's Plays so. Da bin ich ja jetzt auch schon seit längerer Zeit von ab, weil Let's Plays guckt sich an sich keiner mehr an. Leider, schade, aber ich merke es ja selber an mir auch. So wirklich Let's Plays schaue ich mir noch in den seltensten Fällen an. Ne? Man hat auch im Endeffekt seine Leute, die man da irgendwie guckt. Und erweitert seinen Horizont dann irgendwann nicht mehr weiter, weil es einfach zu viel ist. Ne? Das ist wie damals im Rap-Business oder so, wenn auf einmal jeder gerappt hat. Beziehungsweise auf einmal jeder Let's Plays gemacht hat oder YouTube und so, ist ja auch ja alte Schule mittlerweile, ne? Selbst Twitch könnte man ja schon fast sagen, ist alte Schule, aber das meiste ist ja Live-Content und so. Ich hatte tatsächlich damals 2015 oder so auch mal überlegt, ich habe ja einen Twitch-Account, da auch mal irgendwie ins Live-Business reinzugehen, aber ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu stressig alles geworden mit der Zeit und so. Es gibt einfach zu viele Leute. Ich mache jetzt ja einfach mein Ding so auf dem Kanal. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut. Ich freue mich, wenn ihr bewertet oder kommentiert oder so. Ansonsten macht einfach euer Ding so. Guckt die Leute, auf die ihr Bock habt. Und die Spiele bzw. die Sachen auf YouTube und Twitch und wo ihr nicht überall schaut. Und lasst euch da gar nicht stressen. Macht einfach euer Ding. Damit läuft man immer noch am besten. Und mein Ding ist im Augenblick Tekken 3. Wir kommen hier gerade sogar ziemlich gut durch. Das hätte ich so nicht erwartet. Das Video wird anscheinend ein bisschen kürzer, wenn ich das jetzt hier sehe, wenn wir hier weiterhin durchkommen. Na, wir haben ja noch ein paar Leute hier, die an den Start gehen. Oh Gott, ja gut, so viel zum Thema. Immer wenn man gerade denkt, ich kann hier wirklich überhaupt nichts machen gerade gegen ihn. Immer wenn man gerade denkt, dass es wieder irgendwie easy peasy funktioniert, dann kommt der Gegner, der dich aus dem Leben kickt. Alter, wie viel das abzieht, ey, yo, ich komme mit meinem Knie nicht ran, also mit meinem Bein komplett nicht ran. Er kommt allerdings mit seinem Arm ran. Ah, verdammt. Oh, das gibt's doch nicht, ey, wie viel das abzieht schon wieder, da krieg ich schon wieder die Krise. So, zack. Weißt du, das sind denn auch immer so Gegner, wo du einfach weißt, come on. Ganz ehrlich, der Typ macht mich fertig. Lachhaft.
Na, wenn du selbst mit dem zockst, ey, ich komme überhaupt nicht klar mit Gunjack. Also, der ist mir viel zu ungelenk, sag ich mal, viel zu lahmarschig. Ja, hier kommt, bam, aus dem Leben gekickt. Aber man merkt's auch, einerseits läuft sich ganz so geschmeidig, wie ich es gerne hätte. Das liegt natürlich daran, dass ich schon Ewigkeiten nicht mehr gezockt habe. Andererseits merkst du es auch, dass das Spiel halt auch schon über 20 Jahre alt ist mittlerweile. Aber es ist immer noch irgendwie, weiß ich nicht, Tekken 3 ist einfach Kult. Mit Tekken 3 haben sie einfach abgeliefert, dass es sehr lange das beste Kampfspiel gewesen, beziehungsweise für mich auch immer noch irgendwie das beste Kampfspiel. Natürlich laufen andere Spiele ein bisschen geschmeidiger. Von der Hand geht das ein bisschen besser. Aber ich habe auch so ein paar Spiele auf der Festplatte von der PlayStation 4 so, wo ich so sagen muss, habe ich glaube ich auch aufzunehmen oder so. Beziehungsweise habe ich auf jeden Fall privat ein bisschen reingezockt und so. Geht gar nicht. Einige Kampfspiele sind einfach richtiger Abfall, richtiger Müll. So, und die steuern sich noch schlechter als das, was wir jetzt hier gerade sehen. So, ich kann ein bisschen rüberquatschen, weil wir haben die Videos jetzt natürlich schon so oft ja abgespielt. Wir sehen hier natürlich Jin, wir haben gerade mit Jin durchgezockt. Wie gerne hätte ich so einen geilen Film dazu gesehen. Ne, es gibt einen Realfilm von Tekken, der war nicht so geil, sag ich mal. Ne? Das war damals so ein bisschen zu Dragon Ball Zeiten, Dragon Ball Evolution Film, kam glaube ich 2009, der Tekken Film kam 2010, das ist beides richtiger Müll gewesen. Kann man sich so mal angucken, auf gar keinen Fall. Gut, dass das Zeug nicht im Kino kam, ich glaube Dragon Ball Evolution kam sogar im Kino. Tekken Film, da sollte ja sogar Jet Li mitmachen, ist ja auch nichts geworden. Hatte glaube ich 100 Millionen, ich habe mich damals so ein bisschen reingelesen, 100 Millionen Budget, war hinterher nur 50 Millionen oder so. Ganz komische Dinger sind da abgelaufen. Es gibt einen zweiten Teil, der kam glaube ich direct to DVD, habe ich mir gar nicht mehr gegeben, bin ich komplett raus gewesen. Und ja, es gibt noch Zeichentrickfilme, die habe ich nicht so wirklich gesehen, beziehungsweise Animationsfilme oder so, habe ich nicht so wirklich gesehen. Aber, darauf wollte ich jetzt hinaus, es wird eine Zeichentrick, also Anime Netflix-Serie oder Netflix-Film oder so geben. Da gab es schon irgendwie einen Trailer zu. Habe ich mega Bock drauf. Das wird geil, glaube ich. Da habe ich hohe Erwartungen drinne. Und ich habe da echt Bock drauf auf das Ding. Ich glaube, es ist ein Film, eine Serie. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist so im Animationsstil. Und der Trailer sah schon ziemlich geil aus. Ja, gut. Ich bin fürs Erste raus, hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dann, sag ich, ciao.